willkommen zu den Vorbereitungen des 19. Come-Together-Cups am Sportpark Müngersdorf. Bevor der Ball rollen kann, müssen noch einige Vorbereitungen getroffen werden. Wie die ehrenamtlichen Helfer das Turnier vorbereiten, zeigen wir mit einem Blick hinter die Kulissen. Die Aufbauarbeiten des 19. Come-Together-Cups sind eine ganz schön nasse Angelegenheit. Doch die Motivation der ehrenamtlichen Helfer kann kein Wässerchen trüben. Denn für die gute Sache stehen beispielsweise Kai Appelbaum und die Community-Gastronomen des Heart of Cologne gerne mal im Regen. Wir sind ganz fleißig, alles hier aufzubauen, dass alles dann für den morgigen Tag dann auch gut bereitsteht, die Getränke in den entsprechenden Wagen sind, die Gastrostände bestückt sind, die Bierbänke aufgebaut sind und dass alles dann für morgen gut vorbereitet ist. Wir machen das hier alle ehrenamtlich, das heißt also alle für den guten Zweck, der ja hier mit Rubicon and Anyway vorgegeben ist. Und da haben sich hier an diesem Stand halt die Gastronomen der Altstadt zusammengetan, das sogenannte Heart of Cologne, um dann halt gemeinsam einen Tag lang diesen Bierstand zu betreiben. Hier zeigt sich einmal mehr die engagierte Teamarbeit als Herz des CTCs. Ja, die Vorbereitungen laufen soweit ganz gut, ist zwar ein bisschen nass, aber das stört uns wenig, denn wir sind seit Jahren ein Team, die sehr gut zusammenarbeiten und Hand in Hand arbeiten. Das Runde muss bekanntlich ins Eckige. Doch bevor es morgen richtig losgehen kann, hat auch Come-Together-Cup-Initiator Andreas Stiene noch alle Hände voll zu tun. Was für ein Glück, denn das Wetter spielt morgen wohl in seiner Mannschaft. Also wir haben 60 Mannschaften dabei, das sind ungefähr 1000 Fußballerinnen und Fußballer, alles Freizeitfußballer, alles also Hobbykicker sozusagen. Dann haben wir die Spielfeldgröße, ich glaube wir haben insgesamt so 60.000, 70.000 Quadratmeter Rasenfläche, die wir bespielen. Das heißt, wir haben 12 Spielfelder. Und sind so die Hauptparameter. Dann haben wir wissen ja nicht, wie viele Leute kommen. Heute ist natürlich wirklich sehr, sehr schlechtes Wetter hier. Die ersten Teams stehen schon mit scharrenden Stollenschuhen in den Startlöchern. Wir freuen uns auf das zweitgrößte Fußballspektakel der Stadt Köln, was seit 19 Jahren durch das Engagement zahlreicher ehrenamtlicher Helfer ermöglicht wird. Mit vollem Körpereinsatz und starkem Teamgeist starten die ersten Turnierspiele schon in den frühen Morgenstunden. Welche Teams bei den Männern und bei den Frauen den Turniersieg erkicken, liegt noch einige Tore entfernt. Doch mit Spaß am Spiel und treuen Fans lässt sich die Zeit bis zu den Finalspielen gut vertreiben. Ja, wir sind aus Bayern angereist, und zwar aus dem nördlichsten Zipfel, nordöstlichen Zipfel, Oberfranken, aus Hof. Unsere Tochter spielt hier heute bei den Lenzis United. Und wir wollten sie überraschen. Sie hat also nicht gewusst, dass wir anreisen heute. Und die Überraschung ist geglückt und jetzt wollen wir uns die Spiele anschauen. Für alle, die heute keine Stollenschuhe tragen, gibt es neben 150 spannenden Fußballspielen ein buntes Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein. Von Kickertischen und Torwandschießen bis zu Hüpfburg haben sich Ehrenamtliche und Sponsoren so einiges einfallen lassen. Und auch das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste kommt beim Come Together Cup nicht zu kurz. Stadionsprecher Michael Trippel engagiert sich gerne für den CTC. Der Come Together Cup bringt halt alle zusammen. Homos, Heteros, Lesben, was auch immer. Und hier geht es nur um das Fußballspiel, um das sportliche Gemeinsame. Es ist völlig egal, in welchem Geschlecht ich nachlaufe, sage ich mal, oder an wen ich mich erfreue. Sondern hier geht es darum, den Menschen kennenzulernen im gemeinsamen Fußballspiel. Und das ist eigentlich eine tolle Sache. Trotz freundschaftlicher Turnieratmosphäre gehört auch ein unparteiischer Betrachter zu einem runden Fußball-Event. Fairplay ist hier sehr groß geschrieben. Trotzdem sind Schiedsrichter notwendig, das lässt sich nicht vermeiden. Dass Toleranz und Fairplay den CTC ausmachen und dass Spaß und Feierlaune dabei natürlich nicht fehlen dürfen, zeigt uns die ausgelassene Stimmung des FC Kalpi. Dass man da eine gewisse Toleranz schafft und deswegen finde ich, das ist einfach eine super Sache und es macht immer riesig Spaß. Auch die Männermannschaft des Kölner Express ist mit viel Humor bei der Sache und plaudert gern über das perfekte Trainingsprogramm. Ja, wir waren 3 Wochen auf Mallorca, haben da richtig intensives Krafttraining gemacht, Lauftraining, Taktiktraining, alles gemacht. Super. Aber haben wir keine einzige Trainingseinheit gemacht.
Wenn es um Fußball geht, dürfen Pokale natürlich nicht fehlen. Die etwas anderen Auszeichnungen erhalten beim Camp Together Cup unter anderem die klügste, fairste und schwulste Mannschaft. Während die Spaßpokale verliehen werden, steigt die Spannung auf das alljährliche Promi-Spaßspiel. Schon beim Aufmarsch der berühmten Hobbyfußballer versammeln sich die meisten Gäste des CTCs am Spielfeldrand. Ja, der Gegner war drückend überlegen und das hat man ja auch gesehen, daraus ist auch eine Torchance entstanden und deswegen halt leider auch das 1-0. Oh, war ein Träumchen, wobei ich mir jetzt die ganze Zeit anhören muss, dass ich die zweite Torchance nicht irgendwie verwirklicht habe, genutzt habe. Ding ist aber, ich habe die absichtlich nicht genutzt, weil die jetzt in der zweiten Hälfte total deprimiert gewesen wären, wenn wir schon 2-0 in Führung gewesen wären. So sieht's aus. Ich habe absichtlich daneben geschossen. So. Mit viel Ballgefühl und einer extravaganten Spieltaktik jagen die prominenten Kicker über den Rasen der Stadionvorwiesen. Nicht immer nach den Regeln der FIFA, doch für den guten Zweck drückt auch Walter Eschweiler mal ein Auge zu. Ja, ich lebe Inklusion und insofern hat man eben Elfi auf zwei Rädern erlebt. Und wir sollten nicht nur von Inklusion sprechen, sondern sie auch leben. Und da wir hier ein Turnier der Vielfalt haben, gehört das für mich bei Family einfach dazu. Und Lisa Steinmann hat super mitgespielt. Ja, ich finde, dass wir sehr stark in der Defensive gestanden haben, aber die andere Mannschaft wirkt ein wenig eingespielter, obwohl wir mit René Glichet, glaube ich, vorne den absoluten Trumpf hatten. Immer mitten im Geschehen darf natürlich auch CTC Schirmherr Oberbürgermeister Jürgen Rothers nicht fehlen. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen und wenn wir heute doch ein relativ entspanntes Verhältnis auch zu den Menschen haben, die zu einer Minderheit gehören, also unterschiedlicher sexueller Orientierung, Schwulen, Lesbe, Transgender, dass wir das heute mit einer Selbstverständlichkeit ansehen, dass Menschen unterschiedlich einfach leben, dann hat der Camp Together Cup einen ganz großen Beitrag geleistet. Wir wollen einfach an Menschen denken, die hier in den letzten Jahren noch mitgeholfen haben. Und es ist leider immer noch so, es wird immer noch an den Folgen von AIDS gestorben. Und wir wollen da einfach dran denken. Und ich denke, wir sollten jetzt alle mal einen Moment, vielleicht wirklich einen Moment, vielleicht die Musik auch jetzt mal ausstellen und dann einfach sagen, wir werden jetzt einfach mal schaffen, einen kurzen Moment gemeinsam zu schweigen im Gedenken an die Menschen, die nicht mehr bei uns sind. Nach einem langen und anstrengenden Tag mobilisieren die vier Finalistenteams nochmal alle Reserven für die letzten entscheidenden Spiele. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen und jetzt haben wir das Ding gewonnen. Das ist natürlich super. Wunderbar. Ich bin stolz auf uns. Und wie feiert ihr heute Abend? Feucht fröhlich. Auch das Finale der Männer ist hart umkämpft und lässt mit Spannung auf den Turniersieger warten. Ja, wir sind ja eine alte Herrengruppe, muss man ja sagen. Die meisten von uns sind so 35 plus. Deshalb bedeutet der Sieg natürlich extrem viel, weil wir gegen viele Jungspunde gespielt haben. Aber das haben wir mit Klasse und Erfahrung. Und Bier. Ein bisschen Bier und ganz viel Herzblut dafür. Die Siegerteams des 19. Camp Together Cups sind bei den Frauen die Lilifeen und bei den Männern die Filmbusse Köln. Oh,
Doch gewonnen haben heute alle die, die sich für eine tolerantere Gesellschaft einsetzen.